Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn die Tür an eurem Geschirrspüler herunterfällt, ist wahrscheinlich die Feder bzw. der Seilzug kaputt. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Reparatur selbst vornehmen kann. Das gezeigte Vorgehen ist für alle Hersteller der BSH-Gruppe sehr ähnlich oder sogar identisch. Dazu zählen beispielsweise Bosch, Siemens, Neff und Konstruktor-Geschirrspüler. Im Internet gibt es entsprechende Reparatursätze, bestehend aus zwei Federn und zwei Seilen, zu bestellen. Damit der passende Reparatursatz bestellt werden kann, wird die sogenannte E-Nummer benötigt. Diese kann bei geöffneter Tür an der Oberseite abgelesen werden. Wenn die neuen Federn vorliegen, können wir uns an den Austausch machen. Dafür müssen wir den Geschirrspüler ausbauen und lösen zunächst die zwei Verschraubungen auf der rechten und linken Seite. Das Gerät sollte jetzt bereits lose in der Nische stehen. Falls ihr euch fragt, was es mit dem Blech unterhalb der Küchenarbeitsplatte auf sich hat, das Hitze- bzw. Dampfschutzblech brauchen wir nicht entfernen. Was allerdings noch entfernt werden muss, ist die Küchensockelleiste unterhalb vom Geschirrspüler. In meinem Fall wird diese nur durch Clips gehalten und kann mit der Hand oder einem Schraubenzieher vorsichtig gelöst werden. Ganz wichtig auch, den Geschirrspüler vom Strom trennen. Und gegebenenfalls auch den Wasserzu- und Ablauf lösen. In meinem Fall sind die beiden Leitungen allerdings lang genug, sodass ich den Geschirrspüler gleich herausziehen kann, ohne die beiden Anschlüsse lösen zu müssen. Zunächst müssen wir allerdings noch die Stellfüße herunterdrehen. Das geht mit einem Maulschlüssel auf der rechten und linken Seite. In der Mitte wird die Höhe des hinteren Stellfußes verringert. Dazu drehen wir mit einem Schraubenzieher entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Geschirrspüler kann nun vorsichtig nach vorne gezogen werden. Um das Seitenblech zu entfernen, muss zunächst auf der Vorderseite noch eine weitere Schraube gelöst werden. Anschließend kann die Seitenverkleidung einfach aus der Clip-Halterung entfernt werden. Hier sieht man auch bereits den gerissenen Seilzug. Ihr solltet im Übrigen immer beide Seiten gleichzeitig austauschen. Selbst wenn der Seilzug auf der einen Seite noch nicht kaputt sein sollte. Die alte Feder entfernen wir aus der Halterung. Dass auch die Kunststoffhalterung hier Schaden genommen hat, ist nicht weiter dramatisch, denn die neue Feder wird später in der vorderen Kerbe befestigt. Hier noch einmal die alte Feder und die neue Feder im Vergleich. Das Seil haken wir in die neue Feder ein und setzen sie anschließend in die vorgesehene Halterung der Geschirrspülmaschine ein. Nun muss noch das Seil durch die Führungsrollen gezogen werden und am besten mit einer Zange an der geschlossenen Tür eingehakt werden. Dafür ist ein wenig Kraftaufwand nötig. Nach demselben Muster wird nun auch die Feder auf der anderen Seite getauscht. Danach sollte wieder alles funktionieren und die Tür beim Öffnen nicht mehr unkontrolliert nach unten fallen. Die Seitenverkleidung montieren wir wieder. Und schieben den Geschirrspüler wieder vorsichtig zurück. Dabei darauf achten, dass die Anschlussleitungen auf der Rückseite nicht eingequetscht werden.
Die Stellfüße drehen wir wieder etwas höher und richten die Maschine ordentlich und bündig mit der Küchenfront aus. Nun noch die Schrauben rechts und links wieder festziehen, den Stromstecker am Ende nicht vergessen und dann sind wir fertig. Hat euch diese Anleitung geholfen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar, falls ihr Anmerkungen habt.